Moin, moin, mein Name ist Andrich Löwe. Wir spielen Ultimate General Civil War mit der Union gegen die Konföderierten und wir müssen jetzt eine Belagerung machen. Also wir verteidigen. Fünf. Achso, das sind nicht die Einheiten. Was zeigt denn da an? Egal. General Longstreet belagert die Stadt Suffolk, die Besatzung der Stadt unter dem Kommando von General Peck ist zu klein, um alle möglichen Angriffseiten zu schützen. Ah, das sind die Leute, die schon drinne sind. Longstreet hat ihn überrascht und fast alle seine Streitkräfte konzentriert, um die Verteidigung der östlichen Außenbezirke der Stadt zu erstürmen, wo er am wenigsten erwartet wurde. Wir müssen General Peck bei der Abwehr der Angreifer helfen. Zwei Kanonenboote werden sich zur Verteidigung anschließen. Ja, ihr wisst ja, von diesen Booten halte ich nichts, aber vielleicht sehe ich auch gar nicht ihre Effektivität. Vielleicht geht das immer an mir vorbei. So. Ich überlege gerade. Ah, 36.000 Mann. 37.000. Weil wir da keine Kavallerie haben. Ich glaube auch, die nutze ich auch. Ich nutze das zweite Korb. Mal wieder. Und dann Start. Ich glaube, wir haben im ersten Korb mehr Einheiten mit 2000 Mann. 2000 bis. Haben wir da schon Einheiten bis 2500? Aber ich hoffe mal, es reichen hier auch 2000 Mann. Einheiten. General, wir haben. Achso, und außerdem ist ein Vorteil, wenn man die Offiziere dadurch jetzt mehr Erfahrung kriegen, kann ich da auch mehr Leute zutun. Haha. General, wir haben nicht viel Zeit, bevor Longstreet eintrifft und sein Angriff beginnt. Ach, wir haben so Kackverteidigung. Sah auf der Karte gerade besser aus. Die östlichen Außenbezirke der Stadt werden von Pecks Besatzung nur schwach verteidigt. Die gute Nachricht ist, dass wir bereits ein paar Brigaden haben, die bereit sind, sich der Verteidigung anzuschließen. Die schlechte Nachricht ist, dass die Flottille, die ihre Verstärkung transportiert, erst in 2 Stunden ankommt. Also müssen sie gegen eine viel stärkere Armee die Stellung halten. Viel Glück, General. Jawohl. Hass haben wir wieder mit dabei. Zock haben wir wieder dabei. Ah, die kennen wir ja schon, die guten Männer. Das sind hier Positionen, die hasse ich wie die Pest. Das ist Kacke. Diese Kurvendinger. Der Wald ist, glaube ich, besser. Müssen wir gleich mal gucken. Ich bin echt am Überlegen, ob ich sehe. Naja, hier haben wir. Hier fehlt mir ein Wäldchen. Das wäre mir zu kurz. Aber hier könnten wir sie vielleicht. Da und da, wenn was kommt. Das ist aber ein Fluss, über den man überall rübertreten kann, ne? Also, man ist jetzt auf diese Brücke nicht zwangsläufig. Ist die nicht so wichtig? Tja. Ist das hier Sumpf? Tarnung, Deckung? Nee, da wollte ich. Ah. Ups, das wollte ich nicht. Ah, ich wollte nur meine Leute da hinschieben, verdammt. Das habe ich in einen rausgeschmissen. Okay. Jetzt haben wir alle wieder drin. Ich weiß nicht, ob ich diese Stadt so verteidigen muss. Ich überlege hier mit diesem Verteidigungsding. Die Ecke gefällt mir ja gar nicht. Gut, Startbattle. Ich würde sagen, die Kanonen können wir noch ein bisschen ranziehen da. Aha.
Na, laufen, mein Junge. Lauft, 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 lauft. Ihr könnt auch nicht euren Arsch auch mal bewegen. Passt in den Wald. Ich glaube hier. Nee, zock. Ich hätte gerne noch eine kleine Einheit hier von der Seite. Ja, das macht ihr hier. Ihr geht hier in den Wald. Und zock, du kommst hier hin. Ach, hier hinten haben wir auch Munition. Die Position ist wichtig, weil die erhöht ist. Und die Kanone ziehe ich hier noch ein bisschen zurück. Der Punkt wäre auch gar nicht so uninteressant. Murphy. Murphy, Murphy ist Gesetz. Hm. 87. Mal gucken, ob der mir den Arsch hilft. Da kommt doch schon die freiwillige Kavallerie. Zum Sterben bereit. Na komm, Baker. Oh, da geht's los. Da kommt auch aber noch einiges. Alter, das ist... Das wird nicht wenig werden hier. Aber gut. Dafür sind wir ja hier. Ah, die werden hier als... Das ist, diese Ecken, die sind ganz schwach. Die gefallen mir gar nicht. Das ist nicht wenig, was da kommt. Zwei Stunden müssen wir das halten. Gucken, ob das nur schlau ist. Ich hoffe, der kommt noch mal hier rum weiter. Oh, wieso kommt der ran und die nicht? Der kommt ran. Ich habe eigentlich gehofft, ihn so weiter ranzuziehen. Hawkins ist ein ganz großes Problem. Aber zur Not muss ich Murphy da wegziehen. Ah, schöner Hügel da. Schöner, heißer, schwarzer Kaffee. Ah, die schießen sich auf Hawkins ein. Hm. Hass, komm mal hier rüber. Ich glaube, du kannst vielleicht diese Position übernehmen. Hawkins läuft bestimmt bald.
du sagst denn? Ah, da läuft, das ist gut. Longstreet kommt nach vorne. Jetzt würde ich Hass wieder hier in die mittlere Position bringen. Aber da er jetzt hier ist, wird er hier wahrscheinlich gleich einen Gegenangriff machen. Ne? Benning kommt. Hier unten bleibt noch wieder auf seine Position. Supply kommt um die Ecke. Das heißt, Hass. Ah, der Punkt ist eingenommen. Wir sehen da nichts mehr. Hass unterstützt. Hawkins lebt länger als ich dachte. Ich hätte hier den Schwachen hin tun sollen. Damit sie nämlich hier rüber angreifen und Murphy dann von der Seite vielleicht angreift. Jetzt greifen sie generell überall an. Feuer. Wird jetzt ein Generalangriff. Wie ich das so sehe, alles ist in Bewegung. Also testen sie die andere Seite aus. Ich glaube, der ist gefährlicher, der Camper da. Der schießt ziemlich seitlich da weg. Pass auf. Passt auf, Jungs. Oh, Kavallerie. Oh, was sehen meine zarten Augen denn da? Könnt ihr irgendwas davon mal töten? Gut, die Kavallerie rennt. Genau, da drauf. Jetzt muss ich Hass wieder bewegen. Oh, Longstreet schiebt seine Einheit nach vorne. Benning. Dann Hass wieder zurück. Der Army Stutz kommt ja hier lang. Brauche ich hier gar nicht. Der verlängert den Arm. Vielleicht rennt er ja gleich. Sein verlängerter Arm, seine Mitte ist gleich wieder löchrig wie ein Käse. Schweizer Käse. 27 Minuten noch. Penning dürfte wahrscheinlich auch nicht so motiviert sein. Braucht hier nochmal in der Mitte ein Zentrum Unterstützung. Solange die sich da nördlich nicht weiter bewegen. Ja, die sehen nicht so motiviert aus. Das ist ganz gut. Ja, die sind schon am Schwächeln. Lauf. Perfekt. Jetzt kannst du wieder auf den nachschießen. Auf Law. Und ihr schießt bitte weiter auf... Oh, hier, der ist in der Mitte. Der kann ja gar nicht... Der kann ja gar nicht so weit weglaufen. Super. Steht nämlich voll scheiße.
17 Minuten noch. Und ich hoffe, meine Verstärkung kommt von hier irgendwo. Nicht von der Seite und nicht von hinten da. Hoho! Hawkins, der... dennoch steht, das ist hart. Das ist echt ein guter Mann. Und eine gute Männer. Die haben schon echt einen auf die Nase gekriegt. Halten aber noch aus. 11 Minuten. Linien halten. Ich möchte Murphy auch nicht abziehen. Nicht, dass sie dann doch von der Seite kommen. Hier gleich auf die motivierenden Leute. Ja, hier schießt man auf die Mitte. Weil wenn hier vielleicht eine große Lücke ist, dann muss er sie vielleicht füllen. Dann ist er dann beschäftigt vielleicht die KI, dass sie ihre Linien wieder auf ihre Leute wieder auf Linie bringt. 4 Minuten. Der Amistad will es wissen. Ach, schießt mit auf Amistad da. Der muss laufen. Null. Wo bleiben meine Schiffe? Ach, jetzt haben sie hinten nach hinten das Level verlängert, ja? General, die Flottille ist hier. Und ihre Verstärkung hat ihre Verstärkung gebracht. Zwei Panzerschiffe sind in Position gegangen, um uns mit ihren Waffen zu unterstützen. Nein, die treffen eh nichts. Mal einen Schluck Kaffee. Weiter. Jetzt aber. Jetzt wird aber ein harter Angriff gemacht. Heck, halte die Motivation. Wo bleiben meine Soldaten? Verdammt. Laufen, laufen, laufen. Gib Gas. Haben wir heute nicht den ganzen Tag Zeit. Peabody, lauf. Hier. Also, warte mal, wir machen das hier. Lauf bitte hier hin. So. Kanönchen mit Hühnchen. Wir haben jetzt unten mehr Kanonen, das heißt... Ach komm. Ab ins Set. Oh nein! Scheiße. Kanonen. Hierher. Hier. Dahin. Kann nicht schwer sein. So. Die haben sie auch schon gut zurückgeschlagen. Ich hoffe, dass wir jetzt Ersatz kriegen für Hawkins. Hawkins hat sich da echt gut gekämpft. Gut gemacht, Mann. Ich habe leider keine Kavallerie. Ich hätte mir dann doch die Kanonen schnappen können, aber... hoffen wir einfach mal, dass sie keine Munitionswagen haben. Hey Junge, du kannst laufen. Ah, er macht aber schon. So, Brigadier Terry Willis wohl verwundet. What? Kitchen, lauf weiter. Du wirst das da übernehmen. Peabody ist da. So, jetzt will ich mir mal zweimal überlegen, wenn Mr. Peabody da ist,
ob ihr da noch so Bock habt auf Kämpfen. Schweizer hier rüber. Costa bleibt da noch. Peabody. Halt! In Position bleiben. Bemannen. Leonard. Halt. Versuche ich mit ein paar Einheiten zu flankieren. Hawking kann ja hier im Wald bleiben. Hier Feuer auf Camper. Männer. Feuer auf Camper. Versuche jetzt die General Victor. Oh, da wurde jemand für uns getötet. Schade. So, Kanonen. Macht die da Platz, genau. Ich will, dass die Seite da... dass da Platz wird. So. Wir holen uns da die Kanone, den Colt. Dann haben wir gleich den Wald da. Attacke, Attacke, Attacke. Oh, hier sind mehrere Kanonen. Schick mal Murphy in den Nahkampf. Der vorgesetzte Peabody ist hin. Alter, ihr kleinen Arschlöcher. Halt. Ziehen wir den General nach.
Alter, die sterben nicht oder was? Nein, hier! Hier! Haben wir? Ah, bald ein bisschen Deckung. Zurück. Na, ja, mein Ausfall war jetzt nicht so von Erfolg geprägt, finde ich. Na, Murphy läuft auch. Schade. Ja, ihr läuft schon in die Richtung. Ich will euch da zu den Gebäuden haben. Komm einfach nicht ran mit den Waffen. Hier rein. Oh, Jungs. Ach komm. Geht in den Nahkampf. Sie rücken ihre Kanonen zusammen. Brauchen wir Kanonenunterstützung da, verdammt. Los, General, hinterher! Nein! Warum? Peabody kannst du die da nicht töten, verdammte Scheiße. Er muss doch da sterben. So, wie viel habt ihr jetzt da in der Entdeckungszeit? Halt! Bleib doch da, wo du bist. Ach, Peabody hat keinen Vorgesetzten mehr. Darum sind sie so ein bisschen schwach auf der Brust.
Boah, sieht ja ganz gut aus eigentlich. Na gut, Murphy wird jetzt zusammengeschossen. Müsst doch mal da sterben, verdammt. Munitionswagen, bitte hinten hin. Munitionswagen, da hinten hin. Lauf doch mal. Warum ist der Schweizer so lahmarschig? Murphy braucht Hilfe. Da kann er bleiben, wo er ist. Und wir entlasten da die Ecke, ziehen dann so rum. Na, jetzt haben wir von da hinten noch einen drauf gekriegt, von Camper. Foster und Camper, los. Anderson, der steht doch da so schön. Ich würde mal behaupten, wir haben erfolgreich verteidigt. Weiter, wo die nächsten. Perfekt, Murphy. Hier auf den Colt. Oh, hier leben noch Leute. Das ist ja unglaublich. Ja, wart ab, wart ab. Wenn der Foster da ist und einmal schießt. Oder auch nicht. So, weiter. Weiter. Heck, weiter. Laufen, fantastisch. Na, hin und los. Oh, Katze, was willst du denn? Die Schlacht läuft super, Katze. Mach jetzt gar nichts. Katze, mach jetzt nichts Böses. Ne? Das ist keine Maus. Ah, wir haben sie ganz gut auseinandergenommen, glaube ich. Kommen näher ran. Charge. Wenn du den Rechner ausmachst, mach ich dich aus. Na gut, Katze. Weil mein Einschalter ist nämlich so auf dem Rechner. Nicht unter, denn wieder seitlich vom Rechner. Nein, pass auf. Kauf das nie, wenn ihr Katzen habt. So, hol sie dir. Hol sie euch. Oh, Murphy, geh mal in den Wald.
Müll zu euch. Okay, die haben sich aufgelöst. Na, nicht am Stuhl kratzen, Katze. Ja, du kriegst gleich Aufmerksamkeit. Alles gut, ich guck mal gleich, ob du was zu füttern brauchst. Katze? Oh. Entschuldigung, aber die Katze kratzt hier gerade extrem immer an meinen Stuhl. Es ist ein Lederstuhlkatze, der mag das nicht. So, Katze. Jetzt krieg ich dich hier ein. Katze, das ist das Mikro. Katze. Ich hab sie mir gerade auf meinen Bauch geschnappt und jetzt kuschelt sie gegen mein Kinn und dabei auch gegen das Mikro. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob sie dich hören. Ich glaube eher nicht. Katze, das ist das Mikro. Die schubbert sich am Mikro. Ich bin echt mal gespannt, ob man das hört. Schnurrst ganz schön leise, Katze. Jetzt hast du deine Aufmerksamkeit, die du willst. Oh, wir haben 4000 paar zerquetschte, sagen wir mal 4500 verloren. Die haben 10.500 Mann verloren. Wir hatten aber auch fast doppelt so viel wie der Feind. Oder wir hatten doppelt so viel. Mal gucken, wie viele Leute wir jetzt einnehmen. Oh, wir haben eine Medaille bekommen. Ja, hänge ich mir gleich hier an die Wand. Und ja, haben, glaube ich, ein kleines Minusgeschäft gemacht. War ja auch eine kleine Schlacht. Kriegen wir wieder Leute von aus Washington? Nein, kriegen wir nicht. Tja. 16% oder 25% mehr Munition. So, was kommt als nächstes? Als nächstes kommt eine große Schlacht. Minus 10% der Waffenqualität. Und ich hoffe, dass wir dort auch wieder schön, ja, Soldaten bekommen. Weil wir brauchen welche. Na gut. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und wenn euch die Katze nicht so genervt hat wie mich. Ich hoffe, sie hat euch nicht so genervt. Ja, lasst doch mal ein Like da, ein Abo. Ich würde mich freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.